weil hier ein paar Großtankstellen deutscher Romantik stehen. Hier ist die Natur fast vergriffen. Die Lücken füllt eine besorgte Industrie. Für ein paar Groschen kann man hier Ansichten und Erinnerungen erwerben. Nun, diese Frage soll hier nicht beantwortet werden. Wer könnte das heute schon? Wir wollen nur ein wenig beobachten. Hier und auch anderswo. Souvenirs und Ansichtskarten. Zwei Dinge, bei denen man kein Maß anlegen kann. Postkarten sind das Salz einer Reise, sind konservierte Blicke, eigene und versäumte. Man kann sie einfach in die Tasche stecken und nachholen, wenn man mal Zeit findet. Immer beliebter wird im Moment der Blick von oben. Darum fallen Ansichtskarten auch buchstäblich vom Himmel. Na, haben wir heute viel vor? Ja, es reicht. Ein Kunde möchte ein paar neue Motive am Rhein. Oh. Hat er besondere Wünsche? Am liebsten möchte er wieder einen romantischen Rheindampfer aus der Luft. Und im Hintergrund das Siebengebirge. So ein Motiv ist bei ihm im letzten Jahr am besten gegangen. Na gut, soll er haben. Wir müssen mal sehen. Hoffentlich finden wir einen anständigen Dampfer. Oh, sicher. Geh mal runter. Hm? Da. Ich glaube, hier geht's. In Ordnung. 17 Maschinen der deutschen Postkartenindustrie fliegen zwischen Ostsee und Alpen, um den Horizont des Touristen zu erweitern. Und eine Handvoll Fotografen schießt von hier oben, verzeihen Sie in Verbindung mit Romantik den militärischen Ausdruck, aber er ist branchenüblich, schießt also 20% des deutschen Postkartenbedarfs. Jedes verkaufbare Objekt ist den Besatzungen bekannt. Und ein Fotograf, der wie dieser seit 8 Jahren im Geschäft ist, kennt des deutschen Durchschnittsauge. 4000 Karten liefert er pro Jahr. Jetzt schießt er, seinen 500. Rheindampfer. Ohne Karten und Hilfsmittel kämmt der Pilot die Gegenden nach Urlaubserinnerungen ab. Er kennt die Landschaften wie ein Fräulein vom Amt das Telefonbuch. Und er sieht die Welt nur durch die Sonnenbrille, denn sein Nachbar braucht für die Arbeit Sonne. Wer möchte sich schon an Schlechtwetter erinnern lassen? 12 Monate Jagd auf Romantik. Ein romantischer Beruf. Das da unten ist die Goldgrube der deutschen Ansichtskartenindustrie. Ich fürchte nur, dass euch Fotografen eines Tages an diesem Felsen die Puste ausgeht. Ja, eine neue Motive gibt es hier nicht. Du weißt schon immer. Aber schließlich werden jeden Sommer pro Monat mehr als 30.000 Ansichtskarten hier verkauft. Da müssen eben einem neue Motive einfallen. Na ja. Also los.
400 bis 500 Flugstunden im Jahr macht eine Besatzung. Ihre Konkurrenz sind fast 1000 Fotografen auf der Erde. Für diese Reporter besteht die Welt nur aus Motiven, die sich verkaufen lassen. Sie haben es gelernt, mit dem Auge des Kunden zu sehen. Oder besser, sie wissen, wie der Kunde sehen will. Für uns, die Kunden, sind Postkarten Beweise. Beweise gesammelter Ansichten. Nun müssen wir noch das Hotel suchen. Hat der Mann auch besondere Wünsche? Natürlich. Was will er denn? Der Wald neben seinem Haus soll gut herauskommen. Aha. Und im Hintergrund muss man die Hügel des Siebengebirges erkennen. Aha. Hier ist das Muster. Ach, das ist... Ja. Ja. Da unten liegt das Haus, aber ohne Wald. Nun, das schreckt unsere Besatzung nicht. Ihre Firma hat sich seit 2 Generationen an die unmöglichsten Aufträge gewöhnt. Sie liefert jede Landschaft nach Wunsch. Von mir aus kann der einen Wasserfall in der Ebene verlangen. Die Auftraggeber verlangen von Jahr zu Jahr auch mehr. Die wollen zum gleichen Preis Kornfelder, Wiesen und Bäume für ein Haus, das in der Wüste steht. Aber wie wir das machen, das ist denen vollkommen wurscht. Das liegt in der Konkurrenz. Wer im Geschäft bleiben will, muss eben Landschaften nach Wunsch liefern. Da müssen wir halt mitmachen. So ist es. Und so wird die verlangte Gegend in Raten zusammengetragen. Zunächst fotografiert man also das Haus. Will unser Kunde Tannen oder Laubwald? Wir nehmen schön Laubwald in der Sonne. Okay. Mal keine Lämmerwölkchen gefragt? Doch, aber die haben wir ja viel besser im Archiv. In diesem Archiv lagern 200.000 Landschaften. Hier sind registriert einige Quadratkilometer Lämmerwölkchen. Einige tausend Hektar Wald. Schiffe aller Klassen. Kornfelder jeder Färbung. Und Wasserfälle für jedes Gemüt. Hier werden die Bilder nach der Vorstellung der Auftraggeber gebastelt. Hier landen die Landschaftsraten der Fotografen, auch unseres Fotografen. Das einsame Haus über dem Rhein, der schöne Laubwald in der Sonne und die Berge, die den Horizont abgrenzen sollen. Schätze, es passt.
Ob man den kleinen Schwindel merkt? Kaum. Man will es gar nicht merken. Man will eine möglichst schöne Karte mit Bergen und Wald und allem, was dazugehört. Sehen Sie, so sieht es doch schon ganz anders aus. Nur das Haus ist jetzt ein bisschen zu groß. Nehmen wir ein kleineres. Der Rhein kommt im Original besser. Der bleibt. Und mit ihm ein Stück der Insel Nonnenwerth. Haben Sie schon mal ein eindrucksvolles Rheinfoto ohne einen schmucken Dampfer gesehen? Archiv Nummer 3745b. Ein bisschen groß, aber schön. Der Drachenfels grüßt in der Tat zu schwach. Auch das lässt sich ändern. Wollen Sie noch einmal vergleichen? Wirklichkeit und Ideal. Tja, was man schwarz auf weiß besitzt. Es ist eben alles Ansichtssache. Und hier werden künstliche Wolken gemalt, weil die natürlichen nicht so natürlich sind wie die künstlichen. Wir sind in einer Fabrik. Mit 14 anderen Landschaften zusammen wird unser Bild jetzt durch die weiteren Arbeitsgänge gereicht. Und damit die Bilder auch vollkommen werden, wird mit zarter Hand das Licht ausgeglichen. Unser Haus lag auch zu sehr im Schatten der hohen Bäume. »200.000 Postkarten laufen Tag für Tag über die Walzen einer einzigen Fabrik. Hier wird der Hintergrund für die großen Heimatmärchen deutscher Filmproduzenten entwickelt und fixiert. Hier wässern unsere Urlaubserinnerungen.«
Ein liebenswürdiger Betrug. Unsere Postkarten liefern Erinnerungen, die uns die Natur nicht geben kann. Wir kaufen und verschicken Landschaften, die wir nie gesehen haben. Aber wer nimmt sich schon die Zeit für Vergleiche? Die Berge liegen dort links, nicht hinter dem Haus wie auf dem Foto. Und der Wald, der ist ein ganzes Stück entfernt. Große Illusionisten sind für uns am Werk. Sie versorgen die Tankstellen der deutschen Romantik, an denen wir zapfen. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, dass ich hier unterbreche. Ich möchte Sie bekannt machen mit dieser Straße, mit der Postkartenstraße Deutschlands. Sie führt den Rhein hinauf, ein Stück an der Mosel entlang, durch den Schwarzwald, um den Bodensee herum in die Alpen. 250 Millionen glänzende Bilder werden jedes Jahr in die Briefkästen gesteckt. Ins Deutsch der Statistiker übertragen heißt das: Jeder Bundesbürger, ob Greis oder Baby, verschickt durchschnittlich 5 Ansichtskarten im Jahr. Und wenn man die Karten, die im Laufe von 12 Monaten zwischen Flensburg und Mittenwald ausgetragen werden, aufeinanderlegen würde, könnte man 800 Türme von der Höhe des Kölner Domes bauen. Diese 250 Millionen Karten haben ein Gesamtgewicht von 1625 Tonnen. Das entspricht dem Gewicht von 16¼ Lokomotiven oder 401 Elefanten. Postkarten sind in Deutschland nicht nur Bilder, Postkarten sind auch Gemüt. Geben Sie mal was Lustiges. Haben der Herr einen besonderen Wunsch? Nö. Für einen Herrn? Für ein paar Freunde. Ach so, ja. Dann nehmen Sie am besten die hier. Lustig, gell? Ja. Oder diese da? Ja. So. Nun, jetzt machen Sie mal die Finger feucht, du Fahrer, übers Kleid. Komisch, gell? Ja, 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 ich kann Ihnen noch gleich eine Marke dazu geben. Inland? Nee. Sagen Sie mal, haben Sie nicht ein paar witzige Verse? Sogar ein paar selbstgemachte. Ah. Kommen Sie mal mit. Bitte entschuldigen Sie. Bitte sehr. Hier habe ich einen Wirtinnenvers. Und hier habe ich Sinnsprüche und Trinklieder. Sinnsprüche und Trinklieder? Lassen Sie doch mal sehen. Bitte schön. Und wenn du liebst am Titisee, dann tut das Scheiden doppelt weh. Wo es rauscht im schwarzen Wald, dort mache mit dem Liebchen halt. No? Sehr nett. Im Schwarzwald, wo die Bäume rauschen, dort kann man zarte Küsse tauschen. Gesund und froh fühlt man sich hier. Die schönsten Grüße sende ich dir. Das ist auch von mir. Und das ist mein neuestes Werk. Lassen Sie doch mal hören, ja? Im Boot, das zart im Winde schaukelt, wo dich der Hochwald sanft umgaukelt, wirst du gesunden von allem Weh. Drum auf zum Titisee. Sie sind ja ein richtiger Dichter. Ja. Sagen Sie mal, wann fällt Ihnen eigentlich sowas ein? Och, immer und überall. Sogar wenn ich meine Kundschaft bediene. Ach, was glauben Sie? Von meinen Versen, da könnten ganze Bücher gefüllt werden. Ach, Donnerwetter! Und alles, was Sie so dichten, das wird auch gedruckt? Aber natürlich. Ich bestelle natürlich auch nur die Karten, wo mein Vers drauf sind. Nur wissen Sie, bei meinem Absatz, da drucken Sie gerne meine Gedichte. So. Und außerdem sind sie auch gut. Mhm. In jeder Saison, da verkaufe ich mindestens 10.000 Stück von einem Gedicht. Das ist ja toll, nicht? Und das hier, das ist die Arbeit meiner letzten 5 Jahre. Also ich muss sagen, mancher berühmte Dichter wäre stolz auf solche Auflagen. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Aber Dichter haben auch nicht, wie dieser Herr, Monopolstellung. Wer mit ihm und seinen Kollegen Geschäfte in Postkarten machen will, und welcher Verleger möchte das nicht, muss auch Gedichte drucken. Sie alle, Verkäufer und Kunden, bestimmen den viel geschmähten Geschmack
der deutschen Durchschnittspostkarte. Die Händler bestellen, was die Kunden kaufen, und die Kunden kaufen, was die Händler bestellen. Wer hier von Geschmack redet, verschwendet seine Zeit. Reiseandenken und Postkarten kann man nicht kultivieren, soll man nicht kultivieren. Man muss über sie lächeln können, denn Lächeln gehört zum Reisen. Und schließlich haben sie Tradition. So begann die Geschichte der Postkarten. Schon damals nahmen die Künstler ihre Sache sehr ernst. Die Technik ist inzwischen weitergegangen. Geblieben aber sind die Fotografen, die Motive schaffen, arrangieren, zaubern. Denn geblieben ist auch unser Wunsch nach Erinnerungen. Und wenn wir jetzt das diamantene Jubiläum der Postkarte feiern, dann sollten er und seine Karten in die Geschichte des Reisens aufgenommen werden. Postkarten werden in der ganzen Welt geschrieben. In Italien fallen jährlich 200 Millionen in die Briefkästen. Und in Frankreich liegt der Verbrauch fast ebenso hoch. Unsere Welt ist ohne Ansichtskarten nicht mehr denkbar. Und in allen Sprachen dieser Erde kennt man den Abschiedsgruß. Schreib mir doch mal eine Karte. Und hier werden die Grüße, ehrliche und falsche, echte Erinnerungen und eitle Meldungen von Haus zu Haus getragen. Erinnern Sie sich noch? In diesen kleinen Taschen tragen Deutschlands Briefträger in 12 Monaten 16¼ Lokomotiven oder 401 Elefanten spazieren. Die lieben Freunde, Grüße aus Bayern, Grüße aus Italien. Schade, dass du in diesem Jahr zu Hause bleiben musst. Und wir werden dir Dinge erzählen, von denen du in deinem Leben noch nie etwas gehört hast. Beim nächsten Mal mache ich's wie du und bleibe zu Hause. Scheint ja ein ehrlicher Freund zu sein. Es tut uns leid, dass du dir in diesem Jahr keine Reise leisten kannst. Oh. Nicht leisten können. Naja. Drei giftige Pfeile, die uns tief treffen. Und nur wer das dicke Fell des Humors besitzt, überlebt sie. Diesmal bleiben sie bestimmt ohne Wirkung. Denn hier begegnet man Gift mit Gift.
Ja, guten Tag. Ja, Fräulein, ich hätte gerne die Stelle für Postkartengrüße aus aller Welt. Ach so, fein, Fräulein. Ja, hören Sie mal, Fräulein. Ich möchte nämlich Grüße aus der Südsee schicken, ja? Wie mache ich das? In unserem Wunderland der Wirtschaft gibt es für jedes Bedürfnis einen Lieferanten. Wer Postkartengrüße aus Amerika, Australien oder der Südsee wünscht, bestellt sie ganz einfach, wenn er bezahlen kann. Alles Weitere wird von einem Büro prompt erledigt. So. Auch Ansichtskarten sind, wie gesagt, Ausweise unseres Wohlstandes. Und überall, wo es Ausweise gibt, kann man auch falsche Papiere kaufen. Wer also Grüße aus Rio oder Shanghai oder wie dieser Herr aus der Südsee versenden will, braucht nicht gleich hinzufahren. Die paar Karten kann man auch zu Hause ausfüllen. Welche Beweiskraft Sie allerdings haben? Nun, das können Sie selbst entscheiden. Hier bade ich. Ja, die verflixten Karten, nicht wahr? Sehen Sie, so wie er kann man die Karten auch sehen. So sollte man sie sehen. Als ein paar amüsante, bunte Flecken im grauen Alltag. Hallo, Briefträger. Würden Sie so nett sein und mir das mitnehmen? Sicher? Ist was Zerbrechliches drin? Oh nein. Nur ein paar Urlaubsgrüße. Tja, Fantasie gehört zum Reisen. Auch? Wenn man zu Hause bleibt. Mein Herz, das laut.